Risen. Hallo, ich bin Kerstin, ich bin Teil von Risen 2 Team bei Deep Silver. Ich stelle euch heute die limitierte Sonderedition Stahlbart-Schatz vor. Die Box macht nicht nur optisch was her, sondern hat auch in ihrem Inneren einige Schätze verborgen. Schauen wir sie uns mal an. Wie ihr seht, haben wir einmal die Sonderedition und dann den Gnom in der Box. Die Sonderedition zeige ich euch gleich, jetzt schauen wir uns erstmal den Gnom an. Hier haben wir die Gnomenfigur von Jafar. Jafar wird später ein Begleiter vom namenlosen Helden. Ihr kennt und liebt die Gnome ja bereits seit Risen 1 und weil sie so beliebt waren, haben wir sie auch in Risen 2 dazugefügt. Jafar ist 18 cm groß und handbemalt mit vielen, vielen Details. Als besonderes Dankeschön von uns an euch gibt es Jafar nur exklusiv in der Stahlbart-Schatz-Sonderedition. Den könnt ihr dann neben euch an den PC stellen und er begleitet euch auf alle eure Abenteuer. Dann gucken wir uns mal die Sonderedition an. Die Sonderedition hat hier vorne drauf den Totenkopf geprägt in einer besonderen Silberfarbe und hinten drauf ein richtig cooles Artwork mit vielen Details. Aber wichtig ist ja, was in der Sonderedition ist. Da gucken wir jetzt rein. Wenn wir das jetzt öffnen und reingucken, finden wir natürlich das Wichtigste. Risen 2, das Spiel. Hier drin haben wir einmal die Spiel-CD und dann das Handbuch, was hier in der Sonderedition in Farbe gedruckt ist, mit vielen Informationen zu den Charakteren, der Welt, den Monstern und den Fähigkeiten, die ihr lernen könnt. Also schaut da auf jeden Fall rein, bevor ihr loslegt, da gibt es viele Infos noch. Und dann haben wir die Sticker. Drei Sticker, einmal mit dem Totenkopf, dem Logo und Patty, die ihr euch an den Computer kleben könnt und dann begleitet sie euch auch, wohin ihr geht. Und hier haben wir die Risen 2 Flagge. Wie ihr sehen könnt, ist die richtig schön groß, also perfekt, um sie bei euch an die Wand zu hängen oder im Garten zu hissen. Hier haben wir ein doppelseitiges Poster. Auf der einen Seite mit einem sehr detaillierten, schönen Artwork vom Helden mit seiner Crew auf dem Schiff, die gerade in eine Schlacht ziehen. Und auf der anderen Seite eine Karte vom Risen-Universum mit dem alten Kontinent, den neuen und den kleinen Inseln. Das ist die ganze Spielwelt, die ihr erkunden könnt in Risen 2. Und wenn ihr mal verloren geht, werft einfach einen Blick auf die Karte, dann findet ihr schon wieder den richtigen Weg. Hier haben wir das Risen 2 Amulett, das sehr detailreich verziert ist und aus einer Zinklegierung besteht. Passend dazu ein schwarzes Halsband, das ihr auch Größen verstellen könnt. Und hier ist das Special Content, die Piratenkluft. Da habt ihr einen Piratenhut, Piratenstiefel, den Ring des Meisterschülers und noch einige andere Items zum Herunterladen, die eurem Charakter Bonuspunkte und Bonusfeatures geben. Hier ist der Soundtrack und die Making-of-DVD. Die Making-of-DVD ist ein super Weg, um einen Blick hinter die Kulissen von Risen 2 zu werfen. Ihr habt hier Interviews mit den Piranhas drauf, Infos zu der Entwicklung von Risen 2 und wie alles entstanden ist. Und dann den Soundtrack, den ihr exklusiv in der Sonderedition erhaltet, mit der Musik aus Risen 2. Und jetzt habe ich noch ein besonderes Highlight für euch. 20 Konzept-Art-Karten von Risen 2. Hier kriegt ihr einen Einblick in die Monster, die Charaktere und die Gebäude von Risen 2. Die Karten sind in einem besonders hochwertigen Druck produziert worden, mit vielen Details und auf dickem Papier, damit ihr lange Spaß habt an euren Artworks. In der Box haben wir noch einen Risen 2 Kugelschreiber in Knochenform und dann noch ein 200 Seiten dickes Lösungsbuch, mit dem ihr garantiert jede Tour und jeden Dungeon auch finden werdet. Ebenfalls enthalten in Stahlbart-Schatz ist ein Rabattgutschein für Risen 2 Artworks bei The Art of Game. Den könnt ihr dann da direkt bestellen. Und natürlich haben wir auch ein Zertifikat, denn Stahlbart-Schatz ist streng limitiert und jede Edition hat ihre eigene Seriennummer. Und dann haben wir die Sahnehäubchen von Stahlbart-Schatz. Das ist einmal die Story Quest, die Schatzinsel. Bei dieser Quest begebt ihr euch zusammen mit Patty und anderen Gefährten auf die Suche nach dem Schatz des legendären Kapitän Stahlbarts. Diese Suche hat bereits in Risen 1 begonnen und hier bringt ihr diese Quest endlich zu einem Ende. Und dann schlussendlich haben wir noch die geheimnisvolle Notiz. Bei der geheimnisvollen Notiz erhaltet ihr exklusiven Zugang zum Lufttempel und könnt dessen Geheimnisse erkunden. Das hier ist alles in der Stahlbart-Schatz-Edition enthalten. Wie ihr seht, das ist wirklich das Rundum-Sorglos-Paket von uns für euch mit allen Inhalten zu Risen 2, die es gibt. Wir hoffen, dass ihr ganz viel Spaß mit Stahlbart-Schatz habt, aber vor allem habt sehr viel Spaß beim Zocken von Risen 2.